In Krankenhäusern sind sie gefürchtet. Multiresistente Keime, gegen die kein Antibiotikum mehr hilft. Und Gesundheitsexperten sprechen schon von einer stillen Pandemie. Denn jährlich sterben weltweit mehr als 1,2 Millionen Menschen unmittelbar an einer Infektion mit resistenten Keimen. Und bei mehreren Millionen war eine solche Infektion mitverantwortlich für den Tod. Das Problem ist erkannt und schon 2015 haben sich die Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation WHO verpflichtet, Strategien für die Bekämpfung multiresistenter Keime zu entwickeln. Passiert ist seitdem ja was eigentlich genau? Das fragen wir jetzt die Biologin und Wissenschaftsjournalistin Julia Polke. Problem erkannt, Gefahr gebannt. Gibt es diese nationalen Strategien mittlerweile, die die WHO vor 7 Jahren eingefordert hat? Ja, also da ist schon einiges passiert. Bis Mitte 2017 mussten die Mitgliedstaaten Aktionspläne vorlegen und die werden auch jährlich von der WHO immer wieder abgefragt. In Deutschland ist das mit dem DART 2020, Abkürzung für Deutsche Antibiotika-Resistenzstrategie 2020, abgedeckt worden. Natürlich ist es aber total wichtig, dass daran auch global weiter gearbeitet wird. Und 2020 ist quasi abgeschlossen. Das Ganze wurde jetzt erweitert auf DART 2030. Und es geht eben darum, unheimlich viel weiter zu forschen. Es geht auch darum, weiter zu gucken, welche Resistenzen gibt es, wo sind Resistenzen, welche Strategien können wir machen. Es geht um einen sogenannten One Health-Ansatz. Also es geht nicht nur um die Humanmedizin, sondern es geht eben auch um die Veterinärmedizin. Also was können wir in der Tiermedizin oder eben auch in der Tierhaltung machen? Und damit verbunden ist natürlich auch die Landwirtschaft. Um diesen Ansatz, um diesen ganzheitlichen Ansatz geht es und der soll eben global stattfinden. Da ist eben, wie gesagt, schon einiges auch passiert. In Deutschland relativ viel, da wird auch viel geforscht, in anderen Ländern natürlich auch. Aber es gibt immer noch ein starkes Nord-Süd-Gefälle, zum Beispiel in Europa. Also die südeuropäischen Staaten, da sind Medikamenten- oder Antibiotikaresistenzen deutlich häufiger als in den nordeuropäischen Staaten. Deutschland ist da so in der Mitte angesiedelt. Was das globale Problem angeht, ist es tatsächlich so, dass in ärmeren Ländern natürlich viel stärker Antibiotikaresistenzen ausgeprägt sind, gleichzeitig dort aber eben auch nicht so gut erforscht werden. Das heißt, da ist die Datenlage auch immer noch relativ dünn. Aber dann können wir ja festhalten, dass strategisch zumindest die Politik gut aufgestellt ist. Das kann man ja nicht immer sagen. Das wäre schon mal eine gute Nachricht. Wie sieht es denn mit der Wissenschaft aus? Hat die denn Lösungen parat? Ja, da wird natürlich unheimlich viel zu geforscht, was es ja auch schon länger gibt, was jetzt aber auch gerade in Deutschland weiter wirklich vorangebracht wird, ist zum Beispiel die Phagentherapie, also mit Viren quasi gegen Bakterien vorgehen. Bakteriophagen, das sind Viren, die eben gezielt gegen bestimmte Bakterien wirken. Da sind jetzt auch neue Forschungsprojekte in Deutschland angelaufen. Das Problem war da häufig einfach die Finanzierung, weil es einfach sehr schwierig in der Zulassung ist, ein schwieriges Zulassungsverfahren ist. Es gibt weitere Forschungsansätze zu Einzelnachweisen von aktiven Genen bei Bakterien. Das könnte eben helfen, Resistenzgene zu erkennen. Gleichzeitig wird auch geguckt, dass man mit verschiedenen Antibiotika kurz hintereinander die Bakterien sozusagen bekämpft. Das hat auch schon zumindest im Labor Erfolg versprochen. Das muss dann natürlich noch in die klinische Forschung. Auch ein Ansatz ist zum Beispiel die Antivirulenztherapie. Da werden eben nur bestimmte Stoffwechselschritte blockiert und nicht das Bakterium oder die Bakterien abgetötet oder im Wachstum gehemmt. Das könnte eben auch Resistenzen vermeiden, weil die Bakterien, weil das Immunsystem sozusagen dazu angehalten wird, die Bakterien dann selber zu bekämpfen. Und eine andere Idee ist, das gibt es auch schon seit 2015, Mikrochips, die tatsächlich Bakterien, die nicht im Labor angezüchtet werden können, in ihrem natürlichen Habitat, also zum Beispiel im Boden zu untersuchen. Da wurden auch schon Kandidaten gefunden, die sehr vielversprechend sind. Da muss natürlich noch viel weiter dran geforscht werden. Und was eben auch wichtig ist, ist Strategien zu erforschen, wie man eben den Einsatz von Antibiotika
gezielter machen kann. Da helfen zum Beispiel auch Schnelltests. Und die Forschung hat eben gezeigt, dass Schnelltests verhindern können, dass Antibiotika unnötig eingesetzt werden und dadurch natürlich auch Resistenzen verhindert werden können. Resistenzen, Sie haben jetzt ein breites Spektrum an Gegenmaßnahmen vorgestellt. Ist das Spektrum, wie denn diese resistenten Keime entstehen, ähnlich breit gefächert? Oder gibt es da nur ein paar Ursachen, auf dass man das festnageln könnte? Also wie entstehen resistente Keime konkret? Die Hauptursache ist natürlich Evolution. Bakterien entwickeln sich eben und durch den Einsatz von Antibiotika entsteht natürlich ein gewisser Selektionsdruck auf die Bakterien. Das heißt, die natürlichen, die Mutationen, die zufälligen Veränderungen im Erbgut, dass es eben gegen ein Antibiotikum resistent ist. Diese Gene oder diese Veränderungen im Erbgut, die setzen sich natürlich dann durch. Und es ist eben auch so, dass Bakterien diese Gene, diese Eigenschaften untereinander austauschen können. Wenn man das global oder wenn man es aus der Umwelt betrachtet, aus dem Umfeld betrachtet, die Mechanismen, die sind eben einerseits in der Massentierhaltung zu finden, das heißt auch durch Antibiotika, die eben Tieren verabreicht werden, die wir über die Nahrung oder eben vielleicht auch über die Umwelt aufnehmen. Stichwort zum Beispiel natürlicher Dünger, Gülle auf Feldern, wo auch Gemüse angepflanzt wird, Nahrungsmittel, die wir auch zu uns nehmen. Das könnten alles eben auch Mechanismen sein und das trägt auch dazu bei. Und natürlich dieser sehr breite Einsatz von Antibiotika, der ist zum Glück schon etwas zurückgegangen, aber eben das Problem, dass Menschen mit Antibiotika behandelt werden, die vielleicht gar nicht dieses Antibiotikum benötigen und dadurch leere Munition verschossen wird. Bleiben wir mal kurz bei den Antibiotika. Im Grunde genommen benutzen wir eigentlich immer noch Präparate, die schon vor Jahrzehnten entwickelt wurden. Warum kommen so wenige und so wenig neue Antibiotika-Präparate auf den Markt? Naja, die Forschung ist natürlich überhaupt nicht einfach. Also wenn man ein Bakterium hat, dann muss man natürlich erstmal die Dinge finden oder die Toxine finden, die das Bakterium auslöst oder eben die Stoffwechselschritte, die man blockieren muss. Dazu muss man dann Kulturen anlegen, man muss das Bakterium anzüchten, man muss dann eben einen Wirkstoff finden erstmal und dann muss das Ganze natürlich auch noch klinisch überprüft werden. Und bis dieser ganze Prozess, der kann ja bis zu 10, 15 Jahre dauern und bis dahin haben sich die Bakterien natürlich schon wieder weiterentwickelt. Und das heißt, es kann natürlich gut sein, dass ein Antibiotikum, was dann entwickelt wurde, einfach auch dann schon nicht mehr wirksam ist, wenn es dann zur Zulassung kommt. Also das ist quasi so ein bisschen so ein Rennen, ja? Also die Pharmaindustrie müsste quasi die ganzen neuen verschiedenen Mutationen nachempfinden und das ist dann gewissermaßen ein Rennen, auf das sich die Pharmaindustrie nicht einlassen will, weil es mit ungewissem Ausgang wäre. Genau, also es hat natürlich auch viel mit Finanzen zu tun, ist völlig klar. Die Antibiotika-Entwicklung ist einfach nicht so relevant für die Pharmaindustrie. Denn wenn jetzt ein neues Antibiotikum entwickelt würde, dann hätten wir den Fall, dass wir sagen würden, okay, dieses Antibiotikum wird jetzt aber zurückgehalten. Das wird jetzt ein sogenanntes Reserveantibiotikum. Das heißt, es wird nur noch im allergrößten Notfall angewendet. Und das heißt natürlich, die Absatzzahlen wären auch nicht so hoch. Das heißt auch, dass die Pharmaindustrie natürlich die Kosten für die Entwicklung von Antibiotika scheut. Können Sie dieses Prinzip des Reserveantibiotikums mal kurz erläutern? Ist es etwas, was man quasi in der Hinterhand hat? Oder was ist ein Reserveantibiotikum? Ja, genau so sieht's aus. Also die werden in Gesundheitssystemen, in Krankenhäusern vorgehalten. Das sind teilweise gar nicht wirklich neue Antibiotika, sondern sehr alte Antibiotika häufig auch welche, die gar nicht so gut wirken oder die sehr starke Nebenwirkungen haben. Häufig sind das auch Breitbandantibiotika, also die wie so ein Dampfhammer quasi alles Mögliche abtöten, dann eben häufig auch gute Keime, gute Bakterien, die wichtig sind für den Organismus. Und die werden eben zurückgehalten, damit sie
nicht an Wirkung verlieren, damit eben Keime, gegen die sie irgendwie noch wirken, nicht auch gegen diese Antibiotika resistent sind. Deshalb setzt man die wirklich nur im alleräußersten Notfall ein, wenn es um eine lebensbedrohliche Infektion geht. Also die sogenannte letzte Patrone sozusagen, ja? Ja, genau. Das sind die Reserveantibiotika. Nun scheint es aber ja so zu sein, dass es nicht nur immer mehr, sondern auch immer wieder neue resistente Keime gibt. Droht da irgendwann ein Kipppunkt, wo das Problem auch mit Reserveantibiotika nicht mehr in den Griff zu bekommen ist? Ja, das ist tatsächlich die Sorge, die weltweit Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben, die auch die WHO äußert, die immer mehr Menschen auch einfach äußern. Wir sehen einfach, es gibt zwar Resistenzen bei einigen Keimen, die wieder sich zurückentwickeln, wo das Ganze etwas besser aussieht oder wo die Keime nicht mehr so stark vertreten sind. Dafür kommen eben immer wieder neue Keime auf, die gegen Antibiotika oder auch gegen neuere Antibiotika dann Resistenzen entwickeln. Und das heißt natürlich auch, wie gesagt, die Bakterien, die machen eine Evolution durch, die entwickeln sich, die mutieren ständig weiter. Je mehr sie mit Antibiotika in Kontakt kommen, desto mehr. Und klar, das Szenario, was eben drohen könnte, weshalb wir unbedingt dagegen steuern müssen, weshalb unbedingt ganz viel geforscht werden muss, neue Antibiotika, aber eben auch neue andere Strategien entwickelt werden müssen, um eben Folgendes zu vermeiden, nämlich, dass irgendwann kein Antibiotikum mehr wirkt und dass wir sozusagen zurückkatapultiert werden auf eine Situation, wo wir mit Antibiotika nichts mehr anrichten können. Also zurückkatapultiert werden in eine Zeit, in der es noch keine Antibiotika gab. Und das wollen wir uns gar nicht ausmalen, was dann passieren würde. Sie haben den Faktor Zeit angesprochen auf einer imaginären Zeitlinie. Also dieser Worst Case, wie gesagt, dieser Kipppunkt, der lässt sich aber nicht konkreter bestimmen, wo wir jetzt wären in der Entwicklung. Nein, das kann man nicht genau sagen, weil man natürlich auch immer weiter forscht und wir versuchen ja dagegen zu arbeiten. 2050 sieht auf jeden Fall, sieht die WHO schon deutlich mehr Krankheits- und Todesfälle. Nun muss man auch dazu sagen, die Weltbevölkerung wird bis dahin auch gewachsen sein. Also wie viel das dann prozentual sein wird, das kann man nicht sagen. Natürlich wird es bis dahin auch wieder andere Strategien geben, dieser Antibiotikaresistenz eben zu begegnen und vielleicht sind bis dahin auch neue Antibiotika entwickelt oder in größerer Sicherheit sind bis dahin neue Antibiotika entwickelt, die dann auch gegen vielleicht auch dann neue Keime wirksam sein werden. Also insofern so ganz genau kann man das gar nicht festlegen. Sie hatten ja schon erwähnt, dass mit einem Problem ist, dass Antibiotika oft zu schnell und auch falsch eingesetzt werden. Antibiotika wirken ja nur gegen bakterielle Infektionen, nicht gegen Viren. Was ist Ihr Eindruck? Wird in Deutschland noch zu wenig getestet, welche Art von Infektionen Patienten tatsächlich haben und dann eben zu schnell ein Antibiotikum verschrieben, auch wenn das gar nicht sinnvoll ist? Es hat sich da schon einiges getan. Einige Krankenkassen übernehmen diese sogenannten Schnelltests. Auch den Begriff kennen wir ja nun. Aber das ist in diesem Fall eine andere Form von Schnelltest. Und zwar wird da auf ein Protein, was ein Entzündungsmarker ist, im Blut eben getestet. Das geht eben auch wirklich relativ fix. Mit einem Pieks in den Finger gewinnt man ein bisschen Blut und wenn dieses C-reaktive Protein eben erhöht ist, dann lässt das auf eine bakterielle und eben nicht auf eine virale Infektion schließen. Natürlich müsste man dann hier noch gezielt eben auch Blutkulturen anlegen oder Bakterienkulturen anlegen, also die Abstriche an den entsprechenden Körperstellen entnehmen, um dann wirklich auch gezielt gegen diesen Keim ein Antibiotikum einzusetzen. Und ja, ein paar Krankenkassen übernehmen diesen Schnelltest zumindest, diesen Bluttest mittlerweile. Einige übernehmen auch für Jugendliche bis oder Kinder und Jugendliche im Alter bis zu 16 Jahren einen Test gegen Streptokokken, was eben auch Scharlach auslösen kann. Aber das ist, wie gesagt, auch nur bis zu diesem Alter und das machen noch lange eben nicht alle Krankenkassen, aber wir sind da schon weiter und es muss aber, wie gesagt, da auch noch ein bisschen was getan werden. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, dass wir da noch mehr testen und auch etwas genauer testen in Zukunft.
Nun sind ja multiresistente Keime ja ein Problem, das gern und besonders häufig in Krankenhäusern auftritt. Was können denn diese Einrichtungen unabhängig von der Entwicklung neuer Präparate tun, um das Problem in den Griff zu bekommen? Also das oberste Gebot ist Hygiene, das muss man ganz klar sagen, denn ganz viele von diesen Keimen, die werden natürlich durch das Krankenhauspersonal, auch durch das Reinigungspersonal weitergetragen zwischen den Patienten. Man muss ja sagen, dass die Patienten, die an solchen Infektionen leiden, häufig ein geschwächtes Immunsystem haben. Und das Krankenhauspersonal hat aber diese Keime, ob sie jetzt vom Patienten stammen oder woher auch immer, wir haben diese Keime grundsätzlich alle irgendwie in uns drin. Das Problem ist häufig bei diesen Keimen, dass sie halt Überhand gewinnen und dann pathogen werden, also uns eben krank machen. Und diese Keime können eben unbemerkt sozusagen vom Krankenhauspersonal oder vom Reinigungspersonal weitergetragen werden durch Schmierinfektionen. Also Hände sind ein ganz häufiger Überträger, Handhygiene ist wirklich unglaublich wichtig und ja eben auch, dass das auf die Reinigung, auf die Hygiene generell im Krankenhaus geachtet wird. Das ist das A und O. Natürlich spielt dann eben auch noch eine Rolle, auch hier gezielt Kulturen anzulegen von dem Antibiotikum, von dem Keim, der eben den Patienten dann oder die Patientin betrifft. Und ja, häufig wird dann die Strategie gefahren, tatsächlich da, wenn es ganz akut und ganz arg ist, erstmal ein Breitbandantibiotikum zu nehmen, also wirklich um die Infektion, die Krankheitslast an sich erstmal zu senken und Zeit zu gewinnen, eben dann zu verstehen oder zu überprüfen, welcher Keim ist hier für die Infektion verantwortlich und wie mit welchem Antibiotikum können wir den dann gezielter bekämpfen. Und dann wird deeskaliert und das heißt, da wird dann gezielter ein Antibiotikum eingesetzt, um möglichst wenig von diesem Breitbandantibiotikum einsetzen zu müssen. Wäre denn zum Beispiel den Schnelltest, darüber haben wir ja schon gesprochen, wo Sie gesagt haben, manche Krankenkassen finanzieren das oder bezahlen das, andere nicht. Wäre das zum Beispiel eine Maßnahme? In den Niederlanden beispielsweise wird ja ermittelt von Fragebogen, werden ja Risikopatienten ermittelt und dann werden diese Schnelltests auch viel konsequenter eingesetzt als hier. Wäre das etwas, wo Sie sagen würden, das würde die Situation in den Krankenhäusern entschärfen? Der flächendeckende Einsatz von Schnelltests beispielsweise? Ja, das wäre natürlich auch eine ganz, ganz wichtige oder sinnvolle Maßnahme, wenn wir von den ambulanten Praxen zum Beispiel reden. Da soll man auch wirklich proaktiv mal nach einem Test fragen. Und da gilt natürlich bei leichten Infektionen, wenn es jetzt eine Harnwegsinfektion ist, zum Beispiel erstmal ohne Antibiotikum versuchen. Und dann eben, wie gesagt, vor allem auch gezielt zu gucken, um welchen Keim handelt es sich hier, um dann ein gezieltes Mittel einzusetzen. Es gibt ja eben auch häufig Antibiotika, die hatte ich eben schon mal kurz angesprochen, oder Moleküle oder Arzneimittel, die eben nicht das Bakterienwachstum an sich hemmen, die Bakterien an sich abtöten, sondern einfach nur die Stoffwechselschritte, bestimmte Stoffwechselschritte der Bakterien unterbinden, dass sich eben das Antibiotikum, was man dann vielleicht dazu gezielt gibt, wo das Bakterium vielleicht eine Resistenz gegen hat, dann doch noch wirken kann und durchsetzen kann. Und das wären so Strategien, die man einsetzen kann. Und ja, wie gesagt, natürlich auch die flächendeckenden Tests, vor allem in Kliniken, vor allem da, wo man mit immungeschwächten Personen zu tun hat. Kommen wir vielleicht noch mal zu den Ursachen, also wo diese multiresistenten Keime herkommen, zurück. Sie hatten ja die Lebensmittelindustrie schon angesprochen, auch speziell die Massentierhaltung, wo Antibiotika ins Tierfutter gemischt werden. Kann man das quantifizieren? Welchen Anteil hat das gehabt oder hat es immer noch bei der Verbreitung resistenter Keime? Ja, das ist gar nicht so einfach zu quantifizieren. Das schreibt auch das Robert-Koch-Institut auf seiner Website. Da gibt es ja auch einige Informationen zu den multiresistenten Keimen und eben auch zu der Rolle der Massentierhaltung. Natürlich hat sie eine bestimmte Rolle. Tatsächlich ist das auch regional ein bisschen unterschiedlich. Also da in Regionen, wo unheimlich viele Mastanlagen sind, da ist die Verbreitung vor allem von MRSA, das ist ja so mit einer der bekanntesten Keime, der zum Glück mittlerweile auf dem
auf dem Rückzug schon fast ist. Dafür setzen sich andere durch, aber da spricht man so von ungefähr 10% der Infektionen mit multiresistenten Keimen, die dadurch ausgelöst werden können. Das ist natürlich nicht unerheblich. Ansonsten scheinen das aber doch weniger Infektionen zu sein. Einiges kommt natürlich auch durchs Abwasser. Was man dagegen aber tun kann, abgesehen davon, dass natürlich auch der Antibiotika-Einsatz in der Massentierhaltung heruntergefahren werden muss, was ja zum Glück auch schon wurde, der geht tatsächlich kontinuierlich zurück. Aber was man persönlich tun kann, ist vor allem Fleisch durch Erhitzen, denn auch Antibiotika und auch diese, also viele Antibiotika und viele multiresistente Keime, die sind doch hitzeempfindlich. Also da kann man schon auch einiges dann abtöten oder abschwächen, sodass man davon vielleicht nicht so viel aufnimmt und eben ja für sich selbst und aber auch für die Allgemeinheit und für die Zukunft da ein bisschen den Antibiotikaresistenzen entgegenwirkt. Jetzt haben wir es ja schon ein bisschen runtergebrochen auf den Einzelnen. Abschließende Frage, was kann der Einzelne tun, beispielsweise, wenn man weiß, es steht ein Krankenhausaufenthalt an? Welche Vorsichtsmaßnahmen kann man selbst ergreifen und beachten? Ja, also auch hier ist natürlich das absolut oberste Gebot Hygiene, Hygiene, Hygiene. Wenn man zum Beispiel eine bevorstehende OP hat, klar, wenn man unter Narkose steht und was im Krankenzimmer selber gemacht wird, da hat man natürlich nicht so viel Einfluss drauf. Aber wenn man die Möglichkeit, also wenn man selber gehen kann, wenn es sich um so einen Aufenthalt handelt, immer gut die Hände waschen, Maske tragen, ist mit Sicherheit auch nicht verkehrt im Krankenhaus. Und also da auch wirklich mit den Ärzten deutlich sprechen, fragen, was wird eingesetzt. Das ist das, was man so selber tun kann, ja. Julia Polke, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Auskünfte. Das war sehr informativ. Dankeschön. Sehr gerne.